Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo liebe Box-Podcast-Freunde, mit mir im Interview ist Ronny Gabel, der bald seinen letzten Profikampf bestreiten wird. Am 12. Januar, genau hier in der Berliner Verti Music Hall. Was bedeutet das für dich, jetzt wirklich den letzten Kampf zu machen? Also fieberst du dem entgegen oder ist es immer so ein bisschen traurig? Naja, natürlich ist es traurig, aber es ist schon schön, wenn es endlich vorbei ist. Weil ich habe jetzt viele Jahre auf dem Buckel und ich bin nicht mehr der Jüngste. Es sollen jetzt die jungen Wilden ran und das Ausrichten im Ring. Ich bin dann irgendwann weg. Ja. Hast du dir irgendwas Besonderes vorgenommen? Also ist da irgendwie ein Sieg für dich? Muss das sein? Oder nimmt man sich da nur vor, möglichst gute Performance hinzulegen, dass man halt schön in Erinnerung bleibt? Ja, mit welchem Mindset gehst du dann in den Kampf? Im Endeffekt ist es so, dass ich natürlich gewinnen möchte. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir alle einen schönen Abend haben, dass wir alle gesund bleiben und dass die Leute ein gutes Boxen sehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich gewinne. Ich bin gut vorbereitet, ich bin gut im Training. Ich war jetzt im Trainingslager 4 Wochen, bin jetzt wieder da heute, erster Tag. Und ja. Ach, in Berlin? Bist du gerade heute angekommen? Oder? Bin jetzt angekommen, ja, gerade wegen dem Kampf von Nick. Jetzt wollte ich das mal gucken. Ah, und wo warst du im Trainingslager? Ich war in Zinnowitz, an der Ostsee. Ach, wo Uli Wegner immer sich vorbereitet hat. Genau. Und mit wem warst du da? Wer bereitet dich so vor? Hartmut Schröder. Ach, mit Hartmut Schröder. Ach so, okay. Und waren da dann auch noch andere Boxer? Dann habt ihr da auch schon Sparring und so gemacht? Oder eher Kondi und nee, also die Sparringsphase geht jetzt am Montag erst los bei uns. Und von daher, ja. Und wir haben jetzt viel Kraft und Ausdauer gemacht, Schnellkraft und so eine Sachen. Dafür war das Trainingslager jetzt gut. Ja. Und jetzt geht die Sparringsphase los. Und ja. Und mit wem dann? Kennt man da irgendjemanden, mit dem du das Sparring machst? Ja, wir haben mehrere Sparringspartner. Wir haben ja Bonnie Mittag als Sparringspartner. Ach so, der boxt noch? Ja, teilweise, also ja, ist schon noch dabei? Der ist noch dabei. Man lange nichts mehr gehört, deswegen. Genau, dann haben wir den Sydney, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Sydney, ich glaube nicht. Ein schwarzer, ein relativ guter, beweglicher Mann. Kommt aus Portugal. Ah, okay. Dann haben wir noch die Momo, ein guter Freund von uns. Wir haben genug Spannungspartner. Okay. Wichtig ist, dass wir die Distanz trainieren, diese 12 Runden und alles andere wird im Ring entschieden. Ne? Heute, auf wen freust du dich am meisten? Wahrscheinlich Nick Hanik, oder? Ja, natürlich. Nick ist mein Freund. Das wird sich auch nicht ändern. Und von daher, deswegen bin ich auch hergekommen. Sonst wäre ich noch einen Tag im Trainingslager. Ach, extra vorher ja, für Nick? Ja, ich natürlich. Hast du diese Demonstration draußen mitbekommen gegen Tom Schwarz um die Ecke? Oder bist du von der anderen Seite gekommen? Ich hab gesehen, dass relativ großes Polizeiaufgebot ist. Dass jetzt wegen Tom Schwarz war, weiß ich nicht. Ja, sie haben das gerufen. Okay, das keine Ahnung. Was hältst du davon? Also findest du das? Also meinst du, das geht jetzt noch seine ganzen Kämpfe, seine ganze Karriere so weiter? Oder wird es irgendwann langweilig für ihn? Nein, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ach, willst du nichts dazu sagen? Nee, ist auch ein Sportsmann. Und jeder macht Fehler, aber... Wie gesagt, ist nicht meine Kanne Bier, was da passiert ist. Aber psychisch, wenn man da als Boxer so vorbeifährt, ist das schon krass, oder? Also wenn man weiß, ich muss jetzt in den Ring steigen und wenn man sowas hört. Ja, natürlich gut, aber damit muss man halt rechnen. Also ja, was klar. Willst du machen? Aber wie gesagt, das ist alles nicht meine Kanne Bier, das muss jeder selber wissen. Bei dir wird die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen fröhlicher sein, alle zum Abschied kommen und war ja letztes Mal schon so. Und ich glaube, viele freuen sich auch, dass sie dich nochmal im Ring sehen dürfen. Und ja, ich mich auch. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert unseren Kanal oder schließt eine Kanalmitgliedschaft ab. Das würde uns sehr freuen. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de